Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So. Fortsetzen. So. Wo waren wir? Ah ja, genau. Wir haben ja unsere eine kleine Route gerade. Wundere mich gerade, warum wir freie Fahrt haben, obwohl wir doch gerade rumgefahren sind, aber ja, eben. Wir fahren gerade in freier Fahrt rum. Drive safe. So. Dann wollen wir mal in die weite, weite Welt, was da los ist. Ah, Felder. Ach, leck mich, Junge. So. Weil die wollen die anderen mit auf die Straße rauf. Aber wenn ich auch mit auf die Straße rauf fahre, kriegen die anderen immer gleich komplett Panik. Das ist doch Kacke. Dunkel. Sollte das etwa Regen sein, der da kommt? Ist das da hinten? Das ist ein Baum. Also komisch aus, wie so eine Stahlkonstruktionsskulptur-Dings. Ah, der Himmel wird weiß, also sieht wirklich nach Regen aus. Thank you.
Digga, du kannst LKW Leute ja richtig. Sind wir wieder in Texas oder was? Das sind diese parallelen Straßen. Kommt mir sehr bekannt vor. Schon sind die weißen Wolken wieder weg. Jetzt wieder schöner Sonnenschein. Wow. Ich wünschte, man könnte mit dem Kopf noch ein bisschen runtergehen, dass man ein bisschen rausgucken kann. Aber keine Chance. Muss immer in die Third Person gehen, um den Himmel in der vollen Pracht zu sehen. Ey, habt ihr es da oben rechts gerade gesehen? Vögel, die tatsächlich aussahen wie Vögel. Wow. Normalerweise sehen dann die Vögel immer aus, als wenn da irgendwelche schwarzen Blöcke durch der Luft fliegen. Muss ich direkt mal nachher bei ETS mal nachgucken, ob es jetzt überall gefixt wurde, dass endlich mal die Vögel aussehen wie Vögel. Oder ob es nur an der Stelle so aussah. Das ist wieder ein klarer Himmel, ey, heilige Scheiße. Von einem Extrem ins andere. Natürlich Exit Only, war ja klar. Direkt wieder zurück, danke dafür. Jetzt können wir ja eigentlich beides einfahren, ne? Bob. Aufliegerachsen und LKW-Achsen. Weil jetzt haben wir eine Leerfahrt. Also, leichter als das geht nicht. Dass sie mal so abbremsen müssen, bevor sie auf ihre Spur da gehen. Das erst auf ihre Spur zu gehen und dann zu bremsen. Dafür ist die Spur da.
damit er halt geradeausfahrer nicht abbremst. Nee, nee, nee. Auf Flugzeug. Liegt einfach mal so ein Reifen rum, mitten in der Walachei. Geil. Die Umweltverschmutzung hat es mir echt weit gebracht. Was ist das für ein Lied? Interessanter Text. Vor allen Dingen geile Melo, also geiler Beat vor allen Dingen. Ich muss mal hier. Fallen one too many times. Feeling like an offerance. Back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated. But inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, cause this time you crossed the line. Alter, der Bass ist aber so fett, Alter. Funny how the tables turned. Didn't think I'd go this far, but here we are, the end. Now you're just a lesson learned. A slowly fading memory, so I can breathe again. Gain our trust and you chose to break it. Also die Strophe ist schon hart. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated. But inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't cry, cause this time you crossed the line. Sag mal, cooles Lied. Vor allem die zweite Strophe. Das. Schön Revenge.
Warum fallen die so langsam? Perfekt. Achso. Da hat wieder einen grün. Leider nicht.
So, dann wird er eben dann nicht abbiegen. Ach, scheiße, jemand dann. Ja, schöner roter Baum da hinten. Ja, interessant. Wow. 78.000 Euro. Das ist schon mal ordentlicher Batzen.
Kansas City. Oh, yeah, you're just a skyscraper. Squibble. Hier nur 45? Holy shit. Boah, das ist mal eine Aussicht, ey. Holy shit, boy. Holy moly. Was tue ich hier gerade? Ich mach schon wieder sehr gefährliche Sachen. Krieg wieder 14% Schaden, so wie letztens. Aber hey! Das Glück siegt. Und das ist heißt Luftballon. Ui! Oh, hier ist ein schönes Ziel. Na, ich glaube, nächste Folge machen wir erstmal das Ding. Wollte ich erstmal hier die rote Zeug setzen. Ziel erreicht. Und dann ja, können wir nächste Folge erstmal in Ruhe uns die Szenerie da anschauen. Von Kansas City. Yeah. Bis dann.